Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Die Geier kreisen schon über mir, eine weitere Folge. Und wir haben hier vor uns haben wir einen interessanten Poi, das ist der Checkpoint. Und den kann ich zwar auch umfahren, aber den sollte man sich mal angucken, wurde mir gesagt. Deswegen parke ich jetzt mal das Moped auf der anderen Seite. Aber wir haben die Zeit nicht, ne? Nee, warte mal. Wir machen erstmal die normale Quest, weil wir müssen eventuell sogar zurückfahren. Wir haben 18.10 Uhr. Boah, mehrere Polizeiautos. Das ist gut. Wir gucken jetzt erstmal nach dem normalen. Das können wir uns ja immer noch merken. Hier oben ist ja noch eine große Stadt, um zu questen. Im Zweifelsfall müsste es ja auch irgendwo einen Händler geben. Theoretisch. Und Sprit ist auch direkt gegenüber. Nice. So, warte mal. Ich lade mal hier kurz nach. Und dann packen wir ein bisschen was weg. Die Rüstung gucken wir uns später an. Da können wir einen Teil austauschen. Diese Stahlspitzhacke habe ich aus dem Auto gerade gezerrt. Das lassen wir mal hier, damit wir da rauskommen, wenn was passiert. So, das lassen wir alles da. Ist schon fast voll. Nice. Gut. Dann einmal kurz hier den Boy machen. Und hoffen, dass die Zeit reicht. Wow. Wir sind hier. Das war's schon. Hat er gerade an seinem Laptop noch gearbeitet? Wie so ein altes Starbucks oder so. Oh, Pflanzen nehmen wir mit. Unsere Oase auf jeden Fall schöner. Hallo, Lady. Na? Da war ich ein bisschen langsam. So, was müssen wir machen? Clear the area. Die Frage ist halt, wenn er uns jetzt immer so weit wegschickt, haben wir natürlich ewige Fahrten hier vor uns. Da raucht noch jemand. Und draußen haben wir auch irgendwas getriggert. Kochtopf brauchen wir nicht wirklich. Da sitzt doch jemand. Oh. Oh. Oh, hi. Oh. Oh, warte mal. Sowas geht auch ganz schnell mal schief. Ist das schon Hauptblutraum? Ist ja interessant. Ach Quatsch, brauchen wir ja nicht aufschlagen. Aber dass wir eine Chemiewerkbank haben, das freut mich natürlich tierisch. Shotgun Weekly. Und den machen wir in XP und kochen ist klar. Und das ziehen wir uns rein. Und das ziehen wir uns rein. Einen alten Knochen brauchen wir auch nicht. Aber wo geht's denn hier weiter? Da ist zu, da ist zu. Hä? Clear the area. Wie? Ah, da. Oh, da sitzt doch jemand auf dem Klo. Hi. Oh, wo kommst du denn her? Vom Dach? Hast du mich verjagt? Aber da kommen wir so schlecht hoch, ne? Wir haben geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Wo geht's denn hier aufs Dach? Das kann doch gar nicht sein, oder ist hier? Ah, da. Da muss aber noch einer sein. Hi, komm runter. Hm. Das war's. Das war echt ein Lama-Boy.
Muss man jetzt wirklich mal sagen. So, jetzt ist die Frage, übernachten wir hier irgendwo? Oder fahren wir zurück und machen dann dieses Military-Ding? Ich bin ja für zurückfahren, dann können wir uns... Oh, 6er Schaufel, nice. Ich glaube, wir fahren zurück. In Anbetracht, dass wir auch hübsche Sachen zum... dass wir hübsche Sachen zum Bauen haben, so wie die Chemiewerkbank. Sollten wir zurückfahren. Aber eine interessante Stadt, das sollten wir uns auf jeden Fall später noch angucken. Aber im Zweifelsfall schickt er uns sowieso wieder hierher. Gehe ich mal fest davon aus. Hier die Polizeistationen zum Beispiel. Super Papier. Ja. Guti. Dann sehen wir uns gleich beim Händler wieder. Bis gleich. Ich hab's geschafft, auf jeden Fall. Die Gravedigger-Mod, die haben wir schon. Mollys brauchen wir nicht, Pipe brauchen wir nicht. Eine Muscle Break-Mod, weiß ich nicht. Ich nehme den Stahl. So, die nächste Quest ist auf jeden Fall weit weg. The Reaver Resistance. Das klingt gut. Ja, dir auch. Ich habe zwar noch Kram im Moped hinten drin. Müssen wir mal gucken, was ich hier verkaufe. Die kann ich auf jeden Fall schon mal verkaufen. Die Pfeilspitzen nehme ich selber mit. Ja, passt für mich. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich denke mal, der nächste... Nee, die nächste Aufgabe liegt nicht in der Richtung. Die nächste Aufgabe liegt da hinten. Das müsste dann im Schneegebiet sein. Und wir haben noch den einen Airdrop. Wollen wir den noch holen? Der ist ja eigentlich in der Nähe. Ja, machen wir. Ja, Mahlzeit. Frohes Neues. Hier. Dann haben wir nämlich den Airdrop, können wir auch... Uiuiui. Also. Gleich muss ich mein Moped aber mal wirklich reparieren. Bitte nicht klickbumm. Nicht klickbumm. Oh yeah. Und noch Shotgun Parts. Ich glaube, jetzt können wir ein bisschen was bauen. Vor allen Dingen können wir eine Chemiewerkbank bauen. Quick, machen wir wieder hier hin. So, jetzt werden wir erstmal zu Hause ausladen. Das Moped braucht jetzt auf jeden Fall mal eine Generalüberholung. So, dann gehen wir jetzt einmal hoch. Kurz mal aussortieren auf die Schnelle. Und jetzt hole ich den Rest aus dem Moped. Das müsste eigentlich... Wo ich jetzt zweimal laufen muss. So, jetzt müsste es gehen. Wir müssen dann gleich noch Munition und so Kram wieder rausholen. Öffnen, entfernen, öffnen, aufnehmen. So, Home Sweet Home. Guck mal, 21 Uhr. Guti. Dann packen wir das mal hier oben rein. Da rein. Da rein. Du kommst da rein. Und du da. So, jetzt packen wir jetzt erstmal diese Kisten auf, die wir bekommen haben. 61. 52 auf die Werkbank. Hunting Rifle. Quality 2 und eine Schrotzenkiste. Wow. Ohne Vierfachscope. Nice. Das kommt gut. Und Tube Extender. Also hier sind wir richtig gut ausgerüstet. Cool.
So, jetzt ist die Frage, die Stahl, das müsste eigentlich gehen, oder? Wenn wir hier die Mods reinmachen, die wir hier drin haben. Wobei, was können wir denn an Stahl herstellen? Ich glaube, ich habe Caps an. Wir können schon eine 2 herstellen. Ich würde sagen, dann machen wir lieber, dass wir uns noch eine herstellen, die schon direkt Level 2 ist. Dann scrappen wir die. Ja, die gibt nämlich die Teile, die wir brauchen. Das ist gut. Und dann machen wir jetzt erstmal die Chemiewerkbank. Chemstation. Track. So, dann müssen wir hier unseren Beaker rausholen. Da habe ich schon Blaubeerkuchen gebacken. Den haben wir. Dann brauchen wir... Ist das... Das Iron, okay. Steel, Iron. 3 Kochtöpfe. Boah, gut, dass wir die Kochtöpfe gesammelt haben. Sehr gut. 30 Röhrchen. Und 5-mal Säure. Na, das lohnt sich doch. 17 Minuten. 17 Minuten. Okay. Das braucht einen Moment. Krass. 17 Minuten. Alles klar, Herr Kommissar. Das ist ja krass. Okay. So, den nehmen wir mit. Die setzen wir hier hin. Ich mache erstmal die Decke fertig. So. Kuschelig, oder? Oh, ich find's gut. So, dann. Das raus. Antibiotika raus. Die Schaufel, die ist auf jeden Fall besser, ne? Die einen schaufeln uns Stufe 6. Das Ding will ein Repair-Kit haben, um repariert zu werden. Dann machen wir das so. Hauen uns die hier rein. Modify. Was? 4 Plätze. Okay, warte mal, was haben wir denn noch da? Was können wir hier noch reinbauen? Structural und... Nein, das ist nicht gut. Nehmen wir den hier und vielleicht Weighted Head noch rein. Die haben wir sowieso 2-mal. Die AK können wir reparieren, das ist ein gutes Argument, das können wir schon mal machen. Cool. Die ist nichts wert, deswegen wird sie gescrapped. Und dann ziehen wir die an. Dann haben wir noch Rüstung bekommen. Also, den Helm. Der macht nur 0,6 besser. Du hast einen höheren Stamina-Verbrauch. Den Helm verkaufen wir. Ne? Den werden wir an den Händler verkaufen. Dann haben wir die Schuhe. Da habe ich aber meine Rennschuhe an, die uns nämlich Stamina wieder gibt. Das kann unheimlich wertvoll sein, wenn wir flüchten. Von daher verkaufe ich die Schuhe auch. Die Brust haben wir eine 2er Stahl. Die hat eine 10. Und die hat eine 8,5. Wieso ist jetzt die schlechter? Heavy Armor Rating 8,5. Und die hat eine 10. Huh. Dann ziehe ich die doch wieder um. Weil im Endeffekt, wenn einer auf dich hart einkloppt, ist es sowieso wurscht. Dann hast du sowieso Probleme. Gut. Dann ziehen wir das wieder an. Dann Arme. Arme haben wir die 2er. Die haben eine 11,1er Schutz. Und die haben 10. Das ist weniger, ja. Haltbarkeit ist ein bisschen höher bei denen hier. Ja, aber die haben mehr Schutz. Von daher lassen wir das. Werden die auch verkauft. Und die Beine, die können wir auf jeden Fall austauschen. So. Dann können wir das alles morgen verkaufen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Aber müsste passen. Ja. So, dann haben wir noch hier schneller nachladen, ne? Die muss wo rein? In Chest oder Leg Armor? Ja, die kriegt er ja locker rein. So. Da haben wir noch eine schnelle Nachladen drin. Haben wir sonst noch was? Nee, geil. Nee, der Rest ist alles Waffen, Gedöns. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, das dauert 13 Minuten. Das müssen wir jetzt abwarten. Sonst kann ich mir auch gar keine Spitzhacke machen, ne? Wo stellen wir die eigentlich hin, die Chemiewerkbank? Wir können wirklich das. Gut, das Rohr kriege ich nicht entfernt. Das haben wir schon mal probiert, ne? Nachher ist der Boden kaputt gegangen. Weißt du was? Achso, wir müssen die Kiste aber versetzen. Können wir die nochmal abbauen? Kann man nicht. Sonst hätte ich die Nahrung da praktisch rübergesetzt. Machen wir die Nahrungskiste hier hin. Storage. Rideable Craft. Dann sortieren wir kurz mal die Nahrung um. Und ich würde sagen, dann lass die Chemiewerkbank wegmachen. Ich hau das Ding hier raus. Und die setzen wir da hin, dann kommt die Chemiewerkbank hier hin. Die Chemiewerkbank braucht 3 Blöcke. Oh. Okay, das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank nochmal. Dann lohnt sich das nicht. Dann machen wir die Chemiewerkbank hier hin. Nee, das sind keine 3, oder? Mal ganz kurz prüfen. Ja, die würde aber mitten im Raum stehen, weil wir halt diesen Abstand hier haben. Das ist ja blöd. Hier haben wir auch nur 2 Platz. Ja, das Ding müsste weg. Dann können wir es um eins nach links schieben und dann könnt ihr die hier hin. Wir müssen das Ding hier wegmachen. Gut, ich kümmere mich darum. Wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Bis gleich. Da werde ich doch früher geweckt, als ich wollte. Der Mob tobt. Wo sind sie? Sind die hinten oder sind sie an der Seite? Sind auf jeden Fall einige. Da ist einer. Da ist jemand. Da komme ich aber schwer ran. Ja. Okay, getroffen. Ich treffe die Fer. Ja, Mutti, komm her. Nur noch 14 Schuss, habe ich meine Munition wegsortiert, ich Profi. Ich wäre schon fast hier runtergesprungen. Falsche Kiste. Oh, das ist nicht gut. War das schon ein richtiger Schrei? Okay, ich glaube, ich habe gerade meine Horde-Nacht. Da, radiated. Okay, wo machen die rum? Unter mir. Und dann hört sich aus, als wären sie beim Hinterhof. Wo seid ihr? Lockt doch eh alles an, was hier in der Umgebung noch rumhüpft, oder? Hallo? Ah, da drin. Leute, die Chemiewerkbank steht. Ah, ich habe es geschafft, das Rohr zu entfernen.
Man musste wirklich alle Blöcke wegschlagen. Also die Werkbank musste versetzt werden, dahinter musste das Gitter raus, weil das ja nach innen steht. Ich hätte das andersrum bauen müssen eigentlich, die Gitter. Aber egal, jetzt steht hier alles. Die Chemiewerkbank steht und mit Holz auch schon drin. Das heißt, wir können jetzt günstiger als zuvor Schießpulver herstellen. Nämlich mit 1 zu 1. Sehr, sehr nice. Goodie. Was ich auch noch machen wollte, war ein Zementmixer. Den tracken wir jetzt auch noch mal. Da brauchen wir 25 Forged Iron. Forged Iron. Machen wir mal 50. So, wie viel haben wir denn hier? Hier oben haben wir, das ist Stahl. Da ist der Morgen da. Dann brauchen wir 4 Federn. Klingt wie so ein Liebesroman, die 4 Federn. Ein Motor. Und 10. So. Sehr schön. Das war viel zu viel. So, was fehlt denn hier? Clay haben wir drin, Brass. Das habe ich gerade mal alles rausgeschmolzen. Dann können wir das noch nachlegen. Und wir können so einen Stack Radiatoren noch nachlegen. Oh, das müsste eigentlich reichen. Gut. Wir brauchen 11 Metallbarren. Das müsste ja eigentlich relativ schnell gehen. Ich finde die so schick detailliert. Guck ich das mal an. Oder? Hier sind so viele Details dran. Hinten diese Schmiertafel hier. Do not eat broken glass steht hier oben. Do not eat yellow snow ist auch ein guter Tipp auf jeden Fall. Ich finde das mal richtig nice. Also wie das Ding hier aussieht. Super detailliert. Hier sind schon irgendwelche Sachen mal durchgebraten worden. Blackstrap Coffee. Ich glaube, der ist auch in der Werkbank auch, oder? Ja, da. Wobei, was mir gerade auffällt. Guck mal, das Bild ist relativ unscharf von Blackstrap Coffee. Und hier gestochen scharf. Irgendwelche Aufzeichnungen. Das ist schon krass. So, eingeschmolzen, da sind sie. Zementmixer am Start, Craft. Nochmal 4 Minuten. Wie lange waren wir eben? Wir hatten doch eben schon mal, okay. Krass. Forged Iron. Gut, die lassen wir jetzt noch durchlaufen. Wir brauchen eh noch ein bisschen Forged Iron extra, ne? Habe ich gerade Barren eingeschmolzen hier drin? Echt? Nein. Nein. So, 7, 6, 2, go. Statt Radiatoren habe ich Barren eingeschmolzen. Aber wo sind denn die Radiatoren? Ah, da unten. Oh, danke für den Hinweis. Das kann mal passieren. Es ist viel zu warm heute. Dann nehmen wir noch die Hälfte hier mit rein. Ich habe Barren wieder eingeschmolzen. Ich bin schon ein Profi. So. Da. Ich weiß nicht, wie lange das einschmilzt. Keine Ahnung. 600 Sekunden? Wären 10 Minuten, ne? Müsste eigentlich hinhauen. Ich habe Barren eingeschmolzen. Naja, das kann passieren. Im Eifer des Gefechts. Goodie. Dann lassen wir das hier mal arbeiten. Und ich würde sagen, wir packen den Kram hier wieder rein. Das Holz brauchen wir nicht mitschleppen. Munition schleppen wir auf jeden Fall mit. So, Mock with it.
Steine müssen wir nicht mitnehmen. Die können wir auch hier lassen. Und was essen. Und wo haben wir gelben Tee? Da. Zwei. Oh, mindestens 50, ne? Jetzt sind wir bei 43 und ein extra Tee. Okay. Sehr nice. Cool, wir haben eine Chemiewerkbank. Ich freue mich total. Das ist super. So, jetzt muss ich schon ganz kurz mal luren. Okay. Sehr gut. Ansonsten, ah, siehst du, ich wollte mir eine Stahlspitzhacke machen. Na gut, das dauert jetzt noch, bis das Ding durch ist. Und das Moped hatten wir irgendwo. Hatte ich das hier in die Kiste rein? Genau. Verkaufen wollte ich noch. Das nehmen wir mit. Das. Die Schuhe. Bei der Ausrüstung oder bei der Rüstung bin ich mir echt unsicher. Ich hab hier Steel Armor Parts. Die hebe ich dann auch mal auf. Und hier haben wir Armee. Die lasse ich auch mal da. Dann machen wir noch die Stahlspitzhacke. Und das Moped muss, glaube ich, repariert werden, oder? Ja. Das ist gut. So, jetzt bräuchte man eigentlich noch Sprit. Das können wir da auch hier ansetzen in der Chemiewerkbank, oder? Gas. Ach, das wird einfach aus Oil Shale hergestellt. Das wusste ich auch noch nicht. So, das sind 10,28. Das Ding läuft 12,56. Das langt auf jeden Fall. Dann haben wir 3000 Sprit. Das passt schon soweit. Und hier machen wir jetzt noch eine Spitzhacke. Track. Also zwei Bauteile. Die müssten sich hier unten befinden. Dann, das müsste 20 Stahl sein. So. 20 Bretter, sollte auch kein Problem sein. Dann brauchen wir 6x Leder. Da. Ups, war ein zu viel. Und 6x Klebeband. So. Sehr schön, da ist der Zementmixer. So, wo stellen wir dich denn hin? Hier daneben? Oder hier passt du ganz gut hin, oder? Ja, dann sind die alle in einer Reihe. Da passt sogar vielleicht noch ein zweiter rein. Zack. Dann hatten wir doch hier irgendwo Concrete Mix, Steine. Ja, perfekt, es läuft. Das haben wir, das haben wir. Die Blöcke nehmen wir mit. Die Munition, den Hammer lassen wir hier. Den haben wir eben zum Aufwerten genutzt. Das wird alles verkauft. Die nehmen wir mit. Munition haben wir da. Repariert ist auch soweit alles. Sehr gut. Da ist der Dings am Start. Moped ist nicht ganz voll, glaube ich, oder? Doch, repariert ist es zu 100%, aber Sprit fehlt. Gut, den haben wir nicht. Der ist ja gerade am Machen. Der ist ja hier im Durchlaufen. Ah, da haben wir schon 500. Das ist jetzt nicht so schlecht. Naja. Wir haben den großen Tank, glaube ich, drin im Moped, oder? Kann das sein? Ja. Deswegen passt da so viel rein. Na gut, dann lasse ich jetzt mal durchlaufen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wir haben eine Chemiewerkbank. Wir haben einen Zementmixer hergestellt. Der auch animiert ist. War das schon immer animiert? Nee. Cool. Aber er braucht keinen Strom, keinen Sprit. Das ist so ein bisschen irritierend. Naja. Survival-Simulation ist es ja noch nie gewesen. Also, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und dann werden wir fleißig weiter questen und gucken, was wir hier noch finden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.